Du würdest mich gerne küssen. Richtig. Will ich. Hey, das will ich vielleicht nicht! Bist du dumm? Video. Mein Name ist Jonas, heute aus zwei Perspektiven. Nein, die ist nur da oben für den Ton, dass ihr Bescheid wisst. Leute, wir haben heute uns was Lustiges... Leute, wir haben uns heute was Lustiges vorgenommen. Wir spielen die Richtig-oder-Falsch-Challenge und gucken, wer der Dümmere von uns beiden ist. Ich bin mir schon ziemlich sicher, ich kenne die Antwort. Kennt ihr sie auch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ablauf relativ einfach, wir kennen die Regeln ja alle. Es läuft im Grunde so, einer wird zu die Kamera gehen, wird eine Aussage droppen, beispielsweise so etwas wie, wir sind gerade in einem Raum und die Person, die hier sitzt, muss die Frage dann beantworten. Nur gegenteilig, das heißt, bei der Aussage, seid ihr gerade in einem Raum, wäre die richtige Antwort falsch. Das heißt, immer umgedreht antworten. Ich hoffe, ihr habt es alle gecheckt. Yes. Der Clou ist, warte mal, was habt ihr da? Oh, krass. Ein Glas mit Wasser ist jetzt nicht sonderlich voll, also beziehungsweise ist es einfach halb gefüllt oder halb leer, das ist die Frage. Die Person, die vor der Kamera ist, hat exakt eine Sekunde Zeit zu antworten. Wenn sie das nicht tut, wird sie mit Wasser nass gespritzt. Wenn die Antwort von ihr falsch ist, wird sie auch mit Wasser nass gespritzt. Und ich möchte ganz kurz vorher erzählen, sie hat erzählt, sie wird kein einziges Mal nass. Also sie hat wirklich gesagt, sie wird nicht nass und das glaube ich nicht. Kannst du dir nicht vorstellen? Ich glaube, ich werde nass, weil wenn ich so eine Sekunde so nur überlege, dann wirst du direkt so machen. Sag mir so zwei Sekunden, okay? Wir spielen erstmal Schnick, Schnack, Schnuck. Wer anfängt, würde ich sagen, okay? Schnick, Schnack, Schnuck. Der Verlierer muss zuerst hier hin. Nein! Scheiße! Oh Gott, ich bin so unter Druck. Ich weiß gar nicht, wann der richtige Moment ist, wo ich das Wasser nicht droppen kann. Ist es okay, wenn ich meine Hose ausziehe? Ich mach's trotzdem. Ah, und maximal, das will ich noch kurz dazu sagen, maximal ist es so, dass man 10 Aussagen muss man bestätigen oder negieren. Also ich muss nur 10 schaffen und dann werde ich nicht nass, dann können wir tauschen. Okay, also, ich bin ready. Alter, ich habe so keinen Bock nass zu werden, wirklich. Scheiße, ich habe so Angst gerade. Was ins Gesicht? Wie meinst du das? Das Wasser. Ja klar. Ich hoffe, ich treffe überhaupt. Wie meinst du das? Ich kann das nicht. Doch, du machst richtig so Flatsch. Okay, ich schmeiße das Glas mit. Nein, nein, nein. Scheiße, weil man hat aber gerade keine Lust, nass zu werden. Das fängt schon richtig schwierig an gleich. Machst du das Schwierige? Wir sollten noch einfache Sachen machen. Deine Haare sind braun. Richtig. Osten ist im Norden. Richtig. Deine Schwester ist die Tochter deiner Mutter. Du hast es unfair. Das ist unfair. Das ist mies unfair. Das ist so viele Sachen. Das ist so schwer. Da muss man ja das kann ich ja nicht nur mal normal sagen. Denk doch mal kurz. Deine Schwester ist die Tochter deiner Mutter. Okay, für so schwierig hat man 5 Sekunden, okay? Zähl im Kopf 5 Sekunden, okay? Sag's jetzt auch einmal. Deine Schwester ist die Tochter deiner Mutter. Falsch. Ja. Oh, ich hab geraten. 1 plus 1 ist 3. Falsch. Das ist. Du musst direkt klatschen. Ja, moin, Leute. Ich habe exakt 4 geschafft, dann habe ich verkackt. Ja, das ist hochqualitatives Wasser, das ist gutes Wasser. Ich hoffe, euch geht es momentan gut. Gerade wird das Wasser wieder aufgefüllt. Ich hoffe, bei euch läuft alles gerade ganz gut. Ja. Du liebst es, wenn dir deine Ärmel beim Händewaschen runterrutschen. Richtig. 50% ist die Hälfte. Falsch. Du bist YouTuber. Richtig. Wie dumm war das gerade? Hilfe, Mädels, gerade geht das Wasser auffüllen jetzt. Oh. Scheiße. Ich sag mal so, der Boden ist relativ nass, obwohl das hier mit Handtüchern ausgeht und es ist kalt. Kannst du bitte darauf achten, dass das Wasser nicht ganz kalt ist? Ich habe das extra so auf lauwarm gestellt. Ich hatte Angst vor dem Wasser, ne? Das ja. Das passiert so, deswegen ist oh, ja, das ist aber auch wirklich nur bis diesem Dings aufgefüllt, ne? Willst du ein bisschen ausdrehen? Nee, alles gut. Du würdest mich gerne küssen. Richtig. Will ich. Hey, das will ich vielleicht nicht! Vielleicht wollte ich dich gar nicht küssen. Hä, warum soll ich sie küssen wollen? Das ist doch Schwachsinn. Oh mein Gott! Nur so viele fragen ja immer, warum sie ja so oft hier ist und ob wir zusammen sind. De facto sind wir Geschwister. Deswegen ist sie so oft hier. Und ich verstehe nicht, warum das mit dem Küssen. Was soll das? Das ist doch das ist eine subjektive Sache. Da gibt es kein wahr oder falsch. Scheiße. Pfeilchen sind blau. Falsch. Wir sind gerade in Paris. Richtig. Okay. Holy moly, Glück gehabt. Okay, tausch. Direkt droppen, ne? Eine Sekunde Zeit. Ich bin unter Druck. Autos können fliegen. Richtig. Menschen haben 3 Beine. Richtig. Mein Name ist Jonas. Falsch. Du kommst aus Köln. Das ist falsch. In Köln steht das Brandenburger Tor. Das ist richtig. Ich bin gerade besoffen. Das ist richtig. Du stehst auf mich. Das ist falsch. Brad Pitt ist ein Sänger. Das ist richtig. Elefanten haben Hufe. Das ist richtig. Was? Menschen haben 2 Beine. Das ist falsch. Alter. Okay, das ist Respekt auf jeden Fall. Verpiss dich hier. Scheiße. Wie hat sie das gemacht, Leute? Okay, erstmal ganz kurz fürs nächste Mal. Hörst du auf immer, das ist zu sagen. Du sagst nur richtig oder falsch, das ist richtig. Du kaufst dir nämlich jedes Mal dadurch Zeit an, das weiß ich. Ja. Nächste Runde achte ich strenger darauf. Fuck, Leute, wieso bin ich so braindead und sie nicht? Bäume sind grün. Das ist richtig. Okay, aber es gibt auch im Herbst gibt es auch Bäume, die.
Ich hasse das Spiel. Und wisst ihr, Leute, ich habe das Spiel ihr vorgeschlagen. Sie meinte, es ist ja todeslangweilig, man wird ja nicht nass. Und ich dachte so, was meint sie damit? Was meint sie damit? Ich habe es nicht gecheckt. Langsam realisiere ich, dass wir einfach unterschiedliche Arten haben, wie unsere Gehirne funktionieren. Und zwar meins gar nicht. Shits. Du bist gerade geschminkt. Richtig. Man rechnet Strich vor Punkt. Falsch. Kannst du aufhören zu lachen und einfach das Wasser direkt wieder auffüllen? Ich habe keine Lust. Hast du es gecheckt? Ja, es ist andersrum gewesen. Du machst richtig miese Trigger da rein. Meine waren so einfach und wirklich, ich... oh Gott, ist das kalt. Das schmeckt nach Waschmittel, was kein Wunder ist, weil das mit Waschmittel gewaschen wurde. Die Sonne ist hell. Falsch. Du liebst es, wenn Menschen nach Schweiß riechen. Richtig. Du stehst auf Sadomaso. Das ist richtig. Könnte aber auch falsch sein, wer weiß. Deine Mutter ist deine Schwester. Das ist richtig. Mit diesem, das ist, ne? Deswegen ist es. Nein, das wird weggelassen. Das wird schön weggelassen. Du warst schon mal in Berlin. Falsch. Du trägst deine Unterwäsche schon seit 3 Wochen. Richtig. Wenn ich den 2. Platz überhole, bin ich auf dem 1. Platz. Das ist richtig! Du hast eine Vagina. Das ist richtig. Rosen sind rot. Falsch. Die Erde ist flach. Richtig. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Falsch. Schwarz ist keine Farbe. Moment, war das? Das ist richtig. Was? Wie bitte? Yes. Oh, was war das gerade? Kurze Frage, ist das nicht schon 10 gewesen? Oh, ich habe nicht nachgezählt. Okay, jetzt sage ich euch, Leute, mit Ansage, Selina wird jetzt fertig gemacht. Und zwar darf sie nicht mehr das ist sagen, darf sie nicht mehr. Mit Ansage bist du jetzt so nass. Oh Gott, ist das nass. Ich fühle mich wie so ein Beuteltier, weil das sich alles anfühlt wie so ein schwerer Beutel vor mir. Okay. Schwerer Beutel. Ich bin ein Gnom. Richtig. Keanu hat bei Krass Sesselnort mitgemacht. Falsch. Deine Rolle bei Krass Sesselnort hieß Carina. Richtig. 2 plus 3 ist 5. Richtig. Oh, das ist so schön warm. Ja, ne? Warum hast du nichts Weißes angezogen? Die Leute würden sich freuen. Jo, Leute, ich hab sie auch mal nass gemacht! Du fliegst morgen zurück. Das ist falsch. Erstmal, du darfst nicht mehr das ist sagen, soll ich nur mal sagen. Ja, du fliegst morgen zurück. Nee, das ist... Also so zur Info, Selina fliegt heute zurück, deswegen. Ich sehe gut aus. Das ist falsch. Einstein war ein Wissenschaftler. Richtig. Wie machst du da rein? Normal. Ich bin komplett durchgenässt schon. Physik und Chemie sind dasselbe. Falsch. Bist du dumm? Was machst du denn? Ich kann nicht mehr nachdenken. Mama, wenn du das siehst, das tut mir leid. Dein Name ist Selina. Falsch. Ich bin schwanger. Falsch. Das ist doch... Okay. Warte. Oh mein Gott. Was machst du denn? Wie süß. Ich kann nicht mehr nachdenken. Leute, wenn ihr wüsstet, wie es hier aussieht, ist es wirklich nass alle. Also ist es wirklich nass. Der Shit hier ist wirklich nass. Okay, Selina hat gerade gediegen reingeschissen, würde ich sagen. Du magst Spinnen. Falsch. Ah! Magst du Spinnen? Nee, mag ich nicht. Ich hab keinmal dein Gesicht getroffen, weil du die ganze Zeit deinen Kopf wegbewegst. Das Ding ist, du musst einfach schneller selber raffen, dass ich was falsch mache, bevor ich das mache. Im Winter ist es kalt. Das ist falsch. Morgen in einer Woche ist Sonntag. Das ist falsch. Hab ich zu lange gebraucht? Ja. Ihr wolltet so gerne mal dein Gesicht treffen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so nass bin am Ende. Ich kann es einfach ausbringen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so nass am Ende ist. Deine Lieblingsfarbe ist pink. Richtig. Zucker ist sauer. Falsch. Warum ist das Gehirn so retarded eigentlich? Du wärst gern berühmter TikToker. Falsch. Wäre ich aber wirklich gerne, deswegen. Ein Mensch hat im Normalfall 2 Nieren. Das ist richtig. Oh mein Gott, das war so in meinem Ohr, das fühlt sich an, als wäre ich... Alter! Ih, kennst du das, wenn man im Schwimmbad so ins Wasser geht, dass man das Gefühl hat, ist es in den Ohren? Das ist auch echt komisch angehört. Der Euro wurde 2002 eingeführt. Das ist falsch. Deutschland ist in der EU. Falsch. Kartoffeln wachsen an Bäumen. Richtig. Ein Mensch hat grundsätzlich 32 Zähne. Falsch. Ja, okay. 32. Das war's auch schon. Okay. Darf ich trotzdem über dein Gesicht kippen? Nein, darfst du nicht. Komm schon, bitte. Das heißt, nein, das hast du nicht. Darfst du nicht. Hör auf damit. Darfst du nicht. Hör auf damit. Bitte. Und ganz kurz, ich will es dir nur erklären. Du bist jetzt dran 10-mal und du kriegst 10-mal richtig fett ins Gesicht. Die Mutter deiner Mutter ist eine Oma. Das ist falsch. Federn sind leicht. Falsch. Du hältst dich für das schönste Mädchen der Welt. Falsch. Okay. Da kann man nichts zu sagen. Du hast das Abitur gemacht. Falsch. Es gibt Bibi Blocksberg in echt. Richtig. Fußball ist ein Sport. Richtig. Wie du hast mein Gesicht trifft.
Basketball ist Hockey. Richtig. Ich habe Flügel. Richtig. Du bist eine falsche Person. Richtig. Ich spreche gutes Deutsch. Falsch. Wir haben die gleichen Eltern. Richtig. Wow! Nice, das war nicht schlecht. Leute, wir sind komplett nass, deswegen gehen wir uns gerade erstmal schön zusammen abduschen. Spaß. Was? Oder machen wir es wirklich? Leute, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Morgen um 15 Uhr. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schaut bei Zeklina vorbei. Ihre Links sind unten in der Beschreibung. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann und ciao.